Hallo, heute gibt es ein Mountainbike und zwar ein Cross-Country-Bike von Orbea. In dem Fall ist es das EUS H30. EUS steht bei Orbea für die Cross-Country-Räder. Hier ist es mit 29 Zoll Laufrädern ausgeführt. Es gab früher auch mal Ausführungen mit 27,5 Zoll. Die werden aber heutzutage nicht mehr produziert. Das H30 hat auch eine Bedeutung. H bedeutet in dem Fall immer, dass es ein Aluminiumrahmen ist, was man bei diesem Rahmen, wenn man ihn näher betrachtet, aber ein bisschen bezweifeln könnte, weil man sieht überhaupt keine Schweißnähte. Nirgendwo. Nur hier unten an dieser Stelle und an dieser Stelle für die Aufnahmen für die hintere Schwinge sieht man das ein bisschen. Die Nummer 30 ist die Modellnummer. Je höher die Nummer bei Orbea wird, umso einfacher ausgestattet ist das Rad und je niedriger, umso besser. Das H10 ist also das am besten ausgestattete, das H30 das mittlere Modell. Der Rahmen ist aus Aluminium, haben sie aber wirklich wunderschön hingekriegt, dass man das kaum sieht. Die Schwinge hinten ist auch aus Aluminium, inklusive schon eines großen Kettenschutzes, den man nicht so einfach verlieren kann. Sehr gute Erfindung gegen Kettenschlagen. Da wird der Rahmen dann schon sehr schön geschützt. Das Design ist bei Orbea in diesem Fall recht einfach gehalten. Nur zwei Farben, aber mit glänzenden und matten Teilen. Das setzt sich auch fort, zum Beispiel die Sattelrohrschelle ist auch glänzend. Hier ist auch ein bisschen glänzend. Die Aufkleber sind allgemein glänzend. Wenn man jetzt sich dieses Grün anschaut, ist es ja eher ein Celeste. Aber ich glaube, das sagt bei Orbea keiner. Das sagt nur einer, der Bianchi fährt und sieht, das ist doch Celeste. Sieht fast genauso aus. Passt aber sehr gut vom Design hinein. Was jetzt ein bisschen komisch ist, ist dieses Gelb vom Reifen. Das passt nicht so ganz. Da hätte mir besser gefallen, wenn es weiß gewesen wäre. Bei Orbea gibt es aber die Möglichkeit, den Rahmen komplett nach eigenen Vorstellungen lackieren zu lassen, wenn man das möchte. Allerdings sind die Wartezeiten im Jahr 2021 da dann so lang, dass es vielleicht Ende des Jahres kommen könnte oder dann erst im Jahr 2022, je nachdem, wann man es bestellt. Die Anbauteile sind von Orbea an der Eigenproduktion aus Aluminium, Sattelstütze, Vorbau und Lenker. Man sieht hier deutlich, dass der Vorbau in der negativen Peilung verbaut ist. Das ist ein typisches Indiz für ein Cross-Country-Rad. Der Sattel ist auch von Orbea relativ schmal gehalten mit etwas Polsterung, ohne Aussparung. Ob er passt oder nicht, muss man ausprobieren. Wenn ihr Glück habt, passt er einwandfrei und ihr fahrt ohne Probleme viele tausend Kilometer. Wenn nicht, müsst ihr ihn halt mal wechseln. Schauen wir mal, was das gute Rad wiegt. 13,75 Kilo sagt unsere Waage. Das Rad steht hier in der Rahmengröße L. Als Schaltung ist hier die 12-fach-Schaltung Shimano Deore verbaut. Sie hat hinten einen Übersetzungsraum von 10 bis 51 Zähne. Die Kurbel ist die Shimano MT511. Das ist eine gruppenlose Kurbel, etwa auf dem Niveau der Deore-Gruppe. Das Kettenblatt hat hier 32 Zähne. Die Kette stammt auch von Shimano. Die Gabel ist von Fox. Es ist die Ritten mit 32 mm Standrohren und 120 mm Federweg. Der Dämpfer stammt auch von Fox. Es ist der Eyeline Performance. Er bietet auch einen Federweg von 120 mm. Beide Federelemente können über den Schalter hier links am Lenker blockiert werden. Ihr hört es jetzt nur, sehen tut man es natürlich nicht. Bei Fox gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder dient der Schalter zum Blockieren. Schau mal, wie das hier ist. In diesem Fall nicht. In diesem Fall ist der Schalter, wenn man ihn einschaltet, zum Öffnen der Federelemente. Also die Federelemente sind
in der Grundausstattung blockiert. Das nennt man bei Fox Push-to-Lock oder Push-to-Unlock. Auf der linken Seite der Gabelkrone in Fahrtrichtung befindet sich das Ventil für die Luftkammer unter dem Deckel, den man einfach abschrauben kann. Bei den neueren Fox-Gabeln finde ich es jetzt sehr schön, befindet sich auch die Tabelle mit den Luftdrücken schon aufgeklebt auf der Gabel, sodass man nicht lange rumsuchen muss. Zumindest wenn die Gabel neu ist, kann man den Aufkleber immer hier finden. Nach einem oder zwei Jahren ist der Aufkleber wahrscheinlich nicht mehr lesbar, je nachdem, wie ihr das Rad nutzt. Also entweder abfotografieren und im Handy dann mitnehmen oder dann doch irgendwann im Internet oder in der Bedienungsanleitung nachschauen. Die Bremsanlage sieht man von dieser Seite besser. Vorne und hinten ist die Shimano D'Oro verbaut in der 6000er Gruppe, also Hebel und Bremszange. Die Stahlscheiben haben einen Durchmesser hinten und vorne von 180 mm. Was man jetzt hier am Rahmen noch sieht, was ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen komisch aussieht, aber ein bisschen anders, als ich sonst so gewöhnt bin, sind hier diese beiden Rohre, die es auf beiden Seiten gibt. Da laufen auf dieser Seite, die ihr hier seht, da läuft die Bremsleitung zur hinteren Bremszange und auf der anderen Seite läuft der Schaltzug zum Schaltwerk. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Drehpunkt nicht hier unten irgendwo ist, sodass man es dann irgendwie durchs Tretlagergehäuse mitführen konnte, sondern dass der Drehpunkt etwas höher ist. Sonst müsste man das Kabel irgendwo aus dieser Stelle hier nach dort führen. Das ist wahrscheinlich zu gefährlich. Dort reißt es eher ab, als wenn es hier im relativ geschützten Bereich angebracht ist. Sieht trotzdem ein bisschen anders aus. Ob es gefällt oder nicht, ist Geschmackssache. Auf jeden Fall ist es mal was anderes. Die Laufräder vorne und hinten sind Eigenproduktionen von Orbea mit Shimano-Naben, Stahlspeichen und Felgen direkt von Orbea. Als Reifen sind die Maxxis Icon verbaut. Mit diesem schon von mir bemängelten Gelb. Decken wir mal zu, sieht besser aus. Typisch Cross-Country haben sie nicht ganz so starke und hohe Stollen wie Downhill-Reifen oder Enduro-Reifen. Dafür rollen sie natürlich etwas leichter auf Asphalt oder auf Schotterwegen. Es ist ein typisches Cross-Country-Fully, was so ähnlich auch im Weltcup gefahren wird. Natürlich nicht dieses Modell, sondern dann die Carbon-Reihe von Orbea. Die nennt sich dann EUS M30, wird aber garantiert auch nicht im Weltcup gefahren, sondern da fahren dann die Team-Modelle. Die kosten dann aber das 2- bis 3-fache von diesem Rad. So wie das Rad hier steht, kostet es 2.399 Euro. Wenn ihr es bei unserem Partner Raddiscount kaufen möchtet, könnt ihr unseren Gutschein einlösen. Da gibt es dann 20 Euro Ersparnis. Nicht viel, aber vielleicht reicht es schon aus, um euch darüber nachdenken zu lassen, mal einen Blick drauf zu werfen. Was man mit diesem Rad nicht machen kann, ist wahrscheinlich, fällt mir jetzt nicht viel ein. Ja, BMX-Rennen könnte man damit wahrscheinlich nicht fahren. Oder Straßenrennen. Ansonsten ist es sehr vielfältig einsetzbar. Man kann damit viel Spaß im Gelände haben. Man kann es aber auch ein bisschen anderweitig einsetzen, also zum Einkaufen fahren. Allerdings dann wahrscheinlich mit 2 oder 3 Schlössern oder mit Hund, den man am Fahrrad anbindet. Sonst ist das Fahrrad nach dem Einkaufen vielleicht weg. Nichtsdestotrotz, man kann es auch ausrüsten mit Steckschutzblechen, wenn man das möchte. Und dann kann man es auch im schlechten Wetter zum Pendeln vielleicht nutzen oder zur Arbeit fahren, zur Uni oder zur Schule. Allerdings gibt es dann wieder das Problem mit dem Schlösser und dem Hund, was ich schon angesprochen hatte. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen und er schaut mal drüber, ob ihm das Rad für seine Zwecke genügt und passend ist. Wenn ihr möchtet, hinterlasst gerne ein paar Kommentare. Wir versuchen so schnell wie möglich darauf zu antworten. Auch Vorschläge für andere Videos, was ihr noch sehen wollt.
oder hören wollt, sind gern gesehen bei uns. Weitere Videos von uns gibt es auf dieser Seite. Unseren Kanal könnt ihr hier abonnieren und hier drüben gibt es die Playlist. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Schauen, Schrauben und Fahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Olaf.